Soho CRM Layout und Layout-Regeln. Und zwar möchte ich Ihnen gerne die Optionen zeigen, welche Sie haben, also Layouts. Was ist ein Layout? In einem großen Unternehmen mit vielfältigen Produkten will jedes Vertriebsteam das CRM so gestalten, dass Ihre Vertriebsstrategie passt. Ich glaube, das kennen Sie. Also wenn unterschiedliche Produkte verkaufen oder unterschiedliche Unternehmensbereiche haben, dann ist es oftmals so, dass das alles irgendwie nicht so ganz übereinpasst. Und deswegen hat sich Soho auch darüber Gedanken gemacht, weil das natürlich eine sehr häufige Frage ist, wie man denn diese multiplen Prozesse abbilden kann. Und da kam es eben dazu, dass Soho das Feature Multiple Layout geschaffen hat. Warum sollten Sie die Layouts verwenden? Ich habe hier mal ein kleines Beispiel skizziert, damit das auch ein bisschen einfacher wird für Sie. Betrachten Sie das folgende Szenario. Die Zöker Corp ist ein Unternehmen, das zwei Unternehmensbereiche hat. Einmal den Bereich Hardware und einmal den Bereich Software. Selbstverständlich haben die beiden Unternehmensbereiche unterschiedliche Feldanforderungen etc. Sie können Seitenlayouts verwenden, um verschiedene Layouts zu konfigurieren. Das ist mal der eine Bereich. Ja? Also wir wollen uns jetzt quasi vornehmen, anzuschauen, wie man denn das bei Layouts entsprechend konfigurieren kann. Ja, was sind die Vorteile von den Layouts im Allgemeinen noch, bevor wir uns den Use Case anschauen? Man kann die Daten besser klassifizieren im CRM. Man ist flexibler und geht auf das Vertriebsteam entsprechend ein. Und man hat eine höhere Sicherheit und Kontrolle, dass da auch nichts Falsches ausgewählt wird. Das ist das Layout. Jetzt gehen wir mal unser Beispiel an, wo wir dieses Layout verwenden. Also, zunächst einmal, Layouts ist im Soho Enterprise enthalten. Das heißt, wenn Sie Professional-Kunde sind oder Standard-Kunde sind, haben Sie diese Option nicht. Die Layouts verbergen sich unter den Einstellungen, Anpassung, Module und Felder. Sie kennen das, wenn Sie ein neues Feld anlegen wollen, dann gehen Sie auch immer hier rein. Ja? Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, hier zum Beispiel zu sagen, ich brauche mehrere Layouts auf Firmen, weil wir eben zwei verschiedene Unternehmensbereiche ansteuern. Und dann gibt es hier Layout. Ja? Es gibt ein Standard-Layout. Dieses Layout ist dasjenige, mit dem Sie gerade aktuell arbeiten. Ja? Also da, wo alle Felder drin ist. Man sieht es auch, wenn man da draufklickt, dann sieht man, dass das quasi das aktuelle Layout ist. Ja? Wenn ich wieder zurückgehe, habe ich hier den Button Neues Layout. Und hier kann ich ein neues Layout anlegen. Und das Layout, das nenne ich jetzt zum Beispiel Hardware Layout. Ja, weil eben die Hardware sich komplett unterscheidet von unserem normalen Business. Und jetzt kann ich quasi festlegen, welche Felder brauche ich denn da nicht in dem Layout, weil es eben nicht hardwarebezogen ist oder wir das in diesem Unternehmensbereich nicht abfragen und kann die rausnehmen. Jetzt nehme ich die raus, dann sind die nicht in allen Layouts weg, ja, sondern nur in dem Layout Hardware. Ja. Und jetzt sage ich zum Beispiel noch, geforderte Fähigkeiten braucht man nicht und den Leadschutz gibt es da auch nicht. Und jetzt legen wir einfach noch ein Feld an und sagen, das, wir halten es ein bisschen kurz, ja, bestehende Hardware vorhanden. So, dieses Feld ist jetzt nur im Hardware-Layout. Wie sieht das aus? Jetzt speichern wir es mal ab. Wenn Sie das Layout abspeichern, dann müssen Sie das bitte auch einem Profil zuweisen. Momentan könnte das bei uns nur der Administrator sehen. Wenn Sie mehrere Profile haben, können Sie quasi ein Profil Hardware-Sales hinterlegen und könnten dieses Layout nur an Hardware-Sales hinterlegen. Dann sieht es eben nur der Hardware-Sales und der Software-Sales sieht es nicht. Ja? Das als Beispiel, ich sage jetzt mal, der Sales Manager, den holen wir dazu. So, speichern. Wenn ich jetzt eine Firma anlege oder ein Kunde heißt es vielleicht bei Ihnen, dann habe ich, weil ich eben in beiden Layouts bin, die Möglichkeit zu sagen, welches Layout wähle ich. Und sobald ich jetzt Hardware Layout sage, sieht man, dass da ein paar Felder fehlen und hier das bestehende Hardwarefeld vorhanden da ist. Ja? Das soll Ihnen die Möglichkeit geben, Datensätze separiert aufzubauen. Das Layout, das ist eine tolle Funktionalität. Sie haben da die Möglichkeit, die Felder unterschiedlich zu klassifizieren. Wenn Sie aber, das würde ich wirklich empfehlen, wenn Sie komplett unterschiedliche Unternehmensbereiche haben, also wenn da nichts gleich ist, also null und nichtig, also wenn man jetzt, keine Ahnung, Kugelschreiber und Tassen verkaufen wird, ja, das hat ja miteinander überhaupt nichts zu tun, dann würde ich das unterschiedliche Layout verwenden. Es gibt nämlich auch noch eine Zoho-Alternative dafür. Das sind die sogenannten Layout-Regeln. Das ist nämlich der zweite Teil, den ich Ihnen dann in den Layouts zeigen will.
Bevor ich Ihnen das zeige, gibt es dann natürlich die Möglichkeit, im Übrigen kann ein Datensatz nur in einem Layout sein, gell? Das muss man verstehen. Das heißt, der Datensatz kann entweder jetzt im Standard sein oder im Hardware-Layout, aber er kann nicht in beiden Layouts vorhanden sein. Das ist ganz wichtig zum Verstehen, dass Sie das auch nochmal unterscheiden. Das heißt, wenn es Kundenkreise gibt, die überlappend sind, also wir nehmen nochmal an, wir verkaufen Hardware und Software und es gibt Kunden, die eben bei uns Hardware kaufen, Software kaufen und welche, die beides kaufen, dann sollten Sie das nicht über die Layouts regeln. Dann braucht man die Layout-Regeln und nicht die Layouts per se. Das nochmal so als Hintergrundwissen, dass man dann da auch entsprechend schauen kann. Im Übrigen, wenn Sie ein neues Layout anlegen, haben Sie dann auch einen Filter, ja, und können sagen, Layout ist Hardware-Layout. Welche Datensätze befinden sich denn im Hardware-Layout? Dann gibt es hier so einen Filter. Ja? Momentan noch keine, weil wir keinen gespeichert haben in Hardware-Layout. Ja? Das ist die Unterscheidung, was Sie dann an den Layouts haben. Die Layouts werden mittlerweile auch auf der mobilen App supportet. Das ging eine lange Zeit nicht. Jetzt ist das auch auf der mobilen App möglich. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Wir gucken uns die zweite Option an, ob die nicht vielleicht eine bessere Variante ist. Für Sie müssen Sie selber entscheiden. Der zweite Bereich sind die sogenannten konditionalen Layout-Regeln. Das bedeutet, Layout-Regeln geben Ihnen die Möglichkeit, auf Grundlage eines Feldes zum Beispiel zu sagen, jetzt werden noch andere Felder angezeigt oder gewisse Felder werden verborgen oder gewisse Felder werden zu Pflichtfeldern. Das geht zum Beispiel, dass man eben die Verkaufsdaten voneinander unabhängig betrachtet. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. In einem Versicherungsunternehmen kann die Kfz-Versicherungspolice abhängig vom Fahrzeugtyp unterschiedlich sein. Ne? Es ist unterschiedlich, ob ich ein Auto versichern will, ein privates oder ein LKW. Das heißt, wenn ich einen LKW habe, werde ich wahrscheinlich noch mehr Sachen eingeben müssen, wie, keine Ahnung, Nutzlast und Gewicht und ich weiß nicht was. Ja, da noch alles dazukommt und vielleicht der LKW-Typ, ob es ein normaler LKW ist oder so ein Lebensmitteltransporter und so weiter. Ja, das heißt, da haben wir dann die Möglichkeit, mit sogenannten Layout-Regeln zu arbeiten. Was können Bedingungen in der Layout-Regel tun? Bereiche anzeigen, Felder anzeigen und Felder als Pflichtfelder markieren, also obligatorisch bedeutet in unserem Fall ein Pflichtfeld machen. Das schauen wir uns jetzt an als Alternative zu den Layouts. Bitte tun Sie nicht Layouts und Layout-Regeln mischen. Nehmen Sie eins, weil sonst wird es sehr schwierig in der Administration, weil Sie dann eben mehrere Dinge beachten müssen. Sie können das machen, das ist keine Systemeinschränkung, aber ich würde es Ihnen nicht empfehlen. Ja? Jetzt machen wir nochmal eine sogenannte Layout-Regel. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, wie wir das machen. Naja, dann machen wir das doch auf den Firmen wieder. Das heißt, die Layout-Regel verbirgt sich auch wieder unter den Einstellungen, Module und Felder, Anpassung, wieder hier auf das Modul einsteigen. Ja, und jetzt sehen wir hier die zwei. Jetzt lösche ich erstmal dieses Layout, das wir gerade angelegt haben, damit wir unsere Layout-Regel machen können. Gell? Layout löschen. Jetzt da muss ich wählen, auf welchen da das übertragen wird. Hier, so, fertig. Und jetzt sind wir auf dem Layout und Sie sehen hier oben gibt es einen Bereich, der heißt Layout-Regeln. Und da gehen wir jetzt rein. Bevor wir natürlich eine Layout-Regel machen müssen, müssen wir erstmal ein paar Felder anlegen, die Layout-Regel anzeigen sollen. Jetzt machen wir unser Beispiel und bauen uns jetzt hier schnell was zusammen. Jetzt legen wir mal einen Abschnitt an, Kfz-Info. Dann machen wir einen neuen Abschnitt, den nennen wir LKW-Info. Ja. Und dann sagen wir Auswahlliste Auto. Und jetzt schreibe ich halt mal was rein, was mir jetzt gerade so einfällt. Vielleicht noch erwähnen. Meinen Sie mir, wenn ich jetzt nicht alle Autotypen reinschreibe, weil das würde jetzt den Umfang sprengen. Und dann machen wir beim LKW noch was rein. LKW-Typ. Sattelzug. Planen. Fahrzeug oder fahrenden LKW. Ich mache jetzt mal zwei, gell? Und dann könnte man noch was machen und zum Beispiel noch ein Zahlenfeld dazu tun. Nummer, Anzahl, Kilometer. Ehrlich. Und das wäre dann auch wieder ein Feld, das ich vielleicht dann bei dem brauchen könnte.
So, und jetzt könnten wir hier oben noch ein Feld machen. Das brauchen wir dann noch. Kfz-Art. Dann sagen wir Pkw. Hoppla. Und Lkw. Ja. Und speichern das ab. So, was wir jetzt geschaffen haben, ist zunächst einmal ein Feld, Pkw oder Lkw. Ja, also wir gehen mal davon aus, dass die bei uns jetzt nur eins versichern können. Wenn die was Multiples versichern könnten, dann müssten wir mit solchen Feldern arbeiten. Ja, Lkw und Pkw. Ja, wir machen es mal mit zwei, dann lassen wir auch optional haben. So, tun wir das raus und speichern das ab. So, jetzt haben wir die Felder erstmal geschaffen, damit wir überhaupt die Regel bauen können, ja, mit unserer Kfz-Versicherung. Jetzt gehen wir auf Layout-Regeln und sagen, wir wollen gerne eine neue Regel. Und wir sagen jetzt, die Regel ist LKW oder PKW. Ja? Und also jetzt sagen wir erst einmal LKW. LKW und dann sagen wir, mal schauen, LKW ist ausgewählt. Weiter. Was soll dann passieren? Dann muss man sagen, wenn das Feld LKW angehakt ist, dann soll er entweder Felder anzeigen oder ein Abschnitt. Ich habe ja das clevererweise in einen Abschnitt gepackt. Das heißt, ich hole mir jetzt die LKW-Infos dazu, ja, und sage zum Beispiel, jetzt muss er dann aber angeben, den LKW-Typ, den muss er angeben, ja, weil sonst können wir keine Berechnung zum Beispiel machen, ja. Und dann sieht man das eben. Ja, wenn ich jetzt ist es automatisch gespeichert, hier gibt es keinen Speicherknopf, gell, nicht verwirren lassen. Wenn ich jetzt auf die Firma zurückgehe und hole mir jetzt mal diese Lehman Brothers, bearbeite den und sage LKW, dann geht hier unten der LKW auf. Jetzt ist aber immer noch der Kfz da. Das heißt, wir müssen noch was machen. Und zwar müssen wir noch was mit dem Kfz machen. Da gehen wir wieder auf Anpassung, Module, Felder. Firmen, Layout-Regeln, LKW. Und dann sagt man, dass eben, man hätte jetzt hier noch die weitere Möglichkeit, weitere Bedingungen dazu zu fügen. Und zum Beispiel, und LKW ist ausgewählt, dann zeig auch den Abschnitt Kfz-Infos an. Ja, wenn beide angeklickt sind. Es könnte ja sein, er tut beides bei uns versichern. Und jetzt könnte ich quasi auch noch sagen, und jetzt sollen die Felder Pflichtfelder sein, und zwar alles das, was irgendwie mit dem Kfz zu tun hat, nämlich der Autotyp und das mit den Zahl Kilometer jährlich. Ja? Und was jetzt der Fall ist, ist, wenn wir jetzt auf die Firma gehen und schauen uns die Lehman Brothers nochmal an, arbeiten die und sagen jetzt LKW, dann sehen wir jetzt nur die LKW-Infos. Ja? Also diesen, was ist es, Sattelzug oder Planen LKW. Oder wenn ich sage und PKW, dann sieht man eben jetzt auch die Kfz-Infos. Ja? Wir bräuchten jetzt noch eine weitere Regel, die nur auf PKW läuft. Ja? Weil momentan haben wir nur die Kombination von beiden. Sie können diese Regel aber auch mit so einem Dropdown machen. Wichtig zu verstehen ist, wenn Sie es mit so einem Dropdown machen, dann geht eben nur entweder oder. Ja? Und keine Kombination. Das ist ganz wichtig. Das sind die Layout-Regeln. Also Sie sehen, Sie haben auch im System die Möglichkeit, Layout-Regeln zu verwenden. Die geben Ihnen die gleiche Funktionalität. Sie bleiben aber in einem Layout und müssen keine zwei Layouts administrieren. Ja? Das heißt, man kann bedingt auf verschiedene eben Aktionen im System Felder anzeigen, Felder nicht anzeigen, Dinge als Pflichtfeld machen. Ja? Auch das ist mit den Layout-Regeln möglich. Jetzt wäre das kurze Übersicht über die Layout-Regeln. Sie haben Fragen zu Themen rund um die Zoho-Apps, die Nutzung oder die Implementierung? Kontaktieren Sie uns gerne.